alle diejenigen, und das hat die Kasperis gesagt und nicht ich, alle diejenigen, die über 25 sind, Sie machen sich bitte keine Sorgen, wenn Sie diese YouTube-Stars nicht kennen. Das ist nämlich die magische Grenze darüber, ob man dieses Phänomen kennt oder nicht. Alle, die unter 25 sind, Sie sollten sich Gedanken machen. Der Titel heute, Bibi, PewDiePie, YTT und Co., YouTube-Stars als Ressource für den Unterricht in der Sekundarstufe 1, ist ein Thema, wo ich Anreize liefern möchte, wie man das, oder Gedanken, Anregungen liefern möchte, wie man diese YouTube-Stars integriert in den Unterricht. Und zwar, weil es ein Fakt ist, dass YouTube als Ressource, als Fortbildungsressource für sehr viele Schülerinnen und Schüler einfach ganz normal ist. Das heißt, wenn die nach Hilfestellungen für die Mathematik suchen, werden sie bei YouTube wahrscheinlich, Kurt Söser ist da, wird sicher was gefunden werden, Jörn Lowischach, da wird man sicher was finden, bei Christian Spannagel wird man was finden. Wenn Sie nach, keine Ahnung, wenn Sie gerne backen, schauen Sie vielleicht auch zuerst einmal bei YouTube nach, gibt es da ein Rezept dazu, gibt es da eine Anleitung dazu. Bei Handarbeiten ist es das Gleiche ist beim Basteln, was auch immer man machen möchte. Wir nutzen alle YouTube. Und die GYM-Studie sagt, also die haben danach gefragt, 2014, Schülerinnen und Schüler, was nutzt ihr? Was sind eure Lieblingstools im Netz? Und die konnten da auf diese Frage drei Antwortmöglichkeiten geben. Und 30% der Stimmen sind auf YouTube entfallen. Ja? Das ist das eine. Das heißt, sie konsumieren es ganz gerne. Das andere ist, aufgrund der Konzeption von YouTube, dass wir ja, also alle diejenigen, die einen Google-Account haben, einen Gmail-Account haben, die ein Android-Phone haben, die haben auch automatisch eben diesen Google-Account und die haben automatisch einen YouTube-Channel. Nicht alle aktivieren den. Aber laut der GYM-Studie haben 50% der Schülerinnen und Schüler diesen auch aktiviert. Aus einem ganz einfachen Grund, nicht, dass sie Sachen hochladen, aber sie können nur dann Kommentare verfassen zu anderen Videos, wenn sie diesen aktiviert haben. Das heißt, 50% nutzen dieses ominöse YouTube. Und was bringt uns das im Unterricht? Also sie kennen alle unsere Lehrpläne. In ganz unterschiedlichen Fächern, also es gibt diese sogenannten überfachlichen Kompetenzen, die wir in allen Fächern über die Fachgrenzen hinaus ausbilden sollen, entwickeln sollen. Da ist die Medienkompetenz dabei, es ist Verbraucherinnenschutz ist dabei, es ist sprachliche Bildung ist dabei, Lesekompetenzen sind dabei. Das finden Sie alle auf der, wenn Sie es noch nicht sich angeschaut haben, da gibt es eine eigene Seite im Ministerium, wo diese überfachlichen Kompetenzen auch festgelegt sind oder beschrieben werden, aber ganz wichtig ist, dass da drinnen steht, Sie wissen das natürlich, wir sollen uns an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler orientieren, wir sollen diese Lebenswelt in unseren Unterricht hineinbringen. Das heißt nicht, dass wir Dinge machen müssen, nur weil sie modern sind, aber gewisse Dinge sollten wir einfach in den Unterricht aufnehmen, weil wir vielleicht sensibilisieren sollen. Und da steht, auch ein Satz drinnen, dass wir uns an die individuellen Interessenslagen der Schülerinnen und Schüler annähern sollen und dabei authentische Lehr- und Lernsettings schaffen sollen. Also das ist so eine dieser Forderungen des Lehrplans. Für uns heißt das, für uns als Lehrpersonen heißt das, dass wir sehr überfachlich agieren müssen, interdisziplinär denken müssen, über den Tellerrand hinausblicken müssen. Das ist ein wichtiger Bereich, das heißt, wenn ich YouTube einsetzen möchte, oder generell, wenn ich Anwendungen einsetzen möchte, dann muss ich wissen, wie ich die bediene, ja, bis zum gewissen Grad. Ich muss nicht wissen, wie sie funktionieren, rein technisch vielleicht, aber ich muss wissen, was die tun, was die können, was die erlauben, was die brauchen. Und genau an dem Punkt müssen wir aus unserem Fach heraus, müssen überfachlich denken. Wir haben die Fachdidaktik, die wir mitbedenken müssen, wir haben die Mediendidaktik, die wir mitbedenken müssen. Das heißt, dieses reine Fachwissen, das viele von uns an den Universitäten gelehrt bekommen haben, ich sage bewusst gelehrt bekommen haben, das hilft uns zwar fachlich, aber das heißt nicht, dass wir diese Dinge umsetzen können. Das heißt, es ist ein wichtiger Bereich, wie können wir mit diesen Medien eigentlich umgehen? Und wir haben, wenn wir mit YouTube arbeiten, haben wir zumindest drei Bereiche, das Lernen durch Lehren, ja, weil die Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden sollen, wir haben das Lernen am Modell, also das sind unterschiedliche Zugänge, wie wir an diese neuen Medien auch herangehen sollen und wie wir Kompetenzen ausprägen können. Damit Sie
wissen, warum, warum wir es einsetzen. Es ist authentisch, es ist praxisrelevant. Wir alle nutzen YouTube als Ressource für unsere eigene Fortbildung. Warum sollen wir nicht auch die Schülerinnen und Schüler das nutzen lassen? Und zwar auf zwei Ebenen, nämlich konsumierend und produzierend. Das heißt, wir haben hier wirklich auch wieder dieses Modell des Prosumers. Wir gehen von einer Rezeption in eine Produktion, aber dazu später noch. Wichtig, es sind authentische Anlassfälle. Wenn jemand, ich weiß nicht, wie viele Sprachlehrer jetzt anwesend sind, Sprachlehrer und Sprachlehrerinnen, wenn ich einen ausländischen, fremdsprachigen YouTube-Star in meinen Unterricht hole, dann habe ich hier authentisch gesprochene Sprache. Man wird nicht alles verstehen, aber es ist authentisches Setting. Wenn ich eine Bastelanleitung verwende, dann kann es sein, dass irgendwas schief geht und dass dieser YouTube-Star dann erklärt, warum das jetzt schief gegangen ist und es noch einmal probiert. Es ist ein authentisches Setting und es ist praxisrelevant, je nachdem, welche Themen ich mir aussuche. Wenn Sie das eben nicht kennen, der Kasperis sagt, es ist 25 ist die maximal, also ist diese magische Grenze. Seitz und Gresser sagen, sie versuchen es auf diese Generation 25 plus zu bringen, sagen YouTube, das sind einfach die neuen Beatles. Ja? Wir müssen eigentlich damit, sie sind sehr kontroversiell, sie kennen vielleicht YouTube-Stars, die sich saure Drops in den Mund stecken und schauen, wie viele man da so hineinbringt, bevor einem schlecht wird oder andere Dinge, die sich in einer Blind-Challenge, also die Augen verbinden und gegenseitig schminken. Es mag die Frage sein, ob das wirklich so sinnvoll ist, das zu machen, aber das ist im Grunde nichts anderes als, und jetzt, ich frage in die Runde, wer hat von Ihnen früher Bravo gelesen? Okay, wer hat nicht gelesen, nein, das ist ja, aber wer hat den Rennbahn-Express gelesen in Österreich? Ja, das wäre immer so eine komplementäre Gruppe, die einen haben Bravo gelesen, die anderen haben den Rennbahn-Express gelesen. Das ist nichts anderes. Diese YouTube-Stars machen nichts anderes als die Bravo vor einigen Jahren. Ich nenne jetzt keine Zahl, weil das würde uns alle älter machen, als wir sind. Sie machen nichts anderes. Sie sprechen Themen an, die uns alle interessieren oder unsere Jugendlichen zumindest interessieren. Da geht es um Liebe, um Trennung, um Gesichtsreinigung bei Pickeln. Da geht es um, wie ich mir einen Rock nähe oder ein Sakko verschönere. Also da gibt's, es sind einfach alltagsrelevante Themen, die da hier angesprochen werden. Und somit, das sind einfach Alltagsphänomene und wir verstehen sie nicht. Die Beatles wurden damals, als sie aufgekommen sind, auch nicht verstanden. Die Zahlen sprechen für sich. Wenn Sie sich das anschauen, im Juni 2015 haben bei PewDiePie, also das ist ein YouTuber, der Games spielt und sich beim Spielen dieses Games filmt und der dann irgendwelche Kommentare dazu gibt, ist auch nicht meine Lebenswelt, aber schauen Sie sich an, da haben in 30 Tagen, also im Juni, 301,2 Millionen Views hat der bekommen. Das ist der größte aller YouTube-Stars. Der hatte zumindest im Juni 35 Millionen Follower auf YouTube. Ja? Mittlerweile sind es mehr. Ich habe das recherchiert, ich glaube, mittlerweile sind schon 39. Die Deutschsprachigen hingegen auch eigentlich gewaltig. Ja? Die Nair zum Beispiel hat, um das auch Ihnen zu zeigen, hat vor zwei Wochen, glaube ich, bei der Crashcar, beim Challenge, danke, von Stefan Raab mitgemacht und ist ganz weit gekommen und hat dann eine riesen Diskussion auf Twitter ausgelöst, weil er dann ja, ungerechtfertigt hinausbuxtiert wurde, wie auch immer. Gronkh hat wahnsinnige Klickzahlen und Bibis Beauty Palace, ich weiß nicht, ob Sie das in den Medien gelesen haben, die war voriges Jahr oder heuer im Juni oder so ungefähr, war die in Graz und man hat sie in die Shopping City Seyersberg eingeladen und man hat sie gedacht, scheinbar wird schon nicht so schlimm werden, der Andrang. Das war dann so schlimm, der Andrang, dass sie die gesamte City sperren mussten. Ja? Weil einfach wirklich tausende Leute dahin gekommen sind, die einfach ihre Stars sehen wollten. Und das ist auch der Grund, warum die so beliebt sind, das ist ihre Multikanalität. Das heißt, die vermarkten sich nicht nur auf YouTube, die haben einen Blog, die machen diese YouTube-Videos, also Videoblogs, die haben einen Twitter-Account, die haben einen Facebook-Account, auf Instagram sind sie und. Das heißt, sie sind Multikanal. Sie sprechen genau die Kanäle an, die die Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen auch nutzen. Die sprechen genau die Themen an, die die Schülerinnen und Schüler nutzen. Sie sind authentisch. Die sind alle, verzeihen Sie, und ich weiß, ich werde jetzt aufgenommen, also das heißt, das ist jetzt gebannt für die Ewigkeit, die sind alle nicht übermäßig
hübsch oder übermäßig intelligent, sage ich jetzt einmal. Aber sie sind authentisch, sie sprechen in die Kamera in einer Art und Weise, dass es so rüberkommt, als wäre wirklich diese Barriere zwischen virtuellem und realem Raum nicht gegeben. Das ist eine Peer-Konversation. Es gibt eigene Videos, wo die Follower und Followerinnen Fragen stellen können, die dann in Videos abgearbeitet werden. Das heißt, sie pflegen diese Nähe. Es ist ganz klar, es ist eine inszenierte Realität. Ja? Es ist nicht real im Grunde. Die wissen, für wen sie das machen, und sie wissen auch, wie sie wahrgenommen und wie sie rezipiert werden. Aber es ist einfach diese Sprache der Nähe, die sie verwenden, und auch diese Nähe, die sie zu ihrer Peer Group aufbauen. Und für uns heißt das im Unterricht, und genau das macht es nämlich auch so, das macht es so herausfordernd für den Unterricht, dass in diesen Videos auch sehr viel Meinungsmache passiert. Da sind sehr viele Werbeelemente drinnen. Das heißt, ich weiß nicht, ob der Begriff Haul Ihnen etwas sagt. Wem sagt der Begriff Haul was? Ja, ein kurzes Handzeichen. Nur eins. Ein Haul. Das heißt, okay. Im Grunde genommen, ein Haul ist nichts anderes. Ich gehe einkaufen, leere meine Taschen aus und zeige Ihnen dann, was ich gekauft habe, und erkläre, warum ich das gekauft habe. Gewisse Dinge davon sind gesponsert, ja? Das heißt, ich nehme dann, also keine Ahnung, ich kaufe mir ein Haarshampoo und sage dann, wie super das ist, ich probiere das jetzt aus, ich habe schon so viel Gutes gehört. Und 2 Wochen später sage ich, ich habe noch ein besseres. Ja? Ob das jetzt gesponsert ist oder nicht, das wissen wir nicht. Aber wichtig ist, dass wir uns zumindest vielleicht diese Frage stellen, warum machen die das? Wird das gesponsert oder nicht? Unsere Schülerinnen und Schüler müssen da mal hingeführt werden. Das heißt, wenn ich in diese Do-it-yourself-Phase gehe, dann habe ich wirklich 2 Aspekte. Zum einen ist diese Rezeption ein ganz wichtige. Ich muss in der Rezeption mir anschauen, was macht diese Formate aus? Und das geht wirklich von einer basalen Ebene der Genres. Schauen Sie sich an, diese YouTube-Videos haben wirklich alle Bereiche der journalistischen Genres sind da drinnen. Also vom Bericht über eine Rezension, Buchrezensionen sind ganz stark da drinnen. Es sind Erfahrungsberichte drinnen, es sind auch Reportagen, Urlaubs, also Werbeformate sind drin. Journalistische Bereiche sind hier sehr stark vertreten. Und ich muss mir klar sein, was diese Formate auch ausmacht, mir diese Merkmale heraussuchen, dann kann ich mir die sprachliche Ebene anschauen, wie wird hier gesprochen, also diese Sprache der Nähe, wobei es eine, eigentlich eine fiktionalisierte Realität ist, also auch diese Ebene hier bedenken, das Ansprechen, das direkte Ansprechen, also es gibt hier unterschiedliche Elemente und Bereiche, die ich mir heraussuche, es gibt auch unterschiedliche Formate, also es gibt, ich werde Ihnen dann im Anschluss kurz auch einen Channel zeigen, nämlich von unserem größten österreichischen YouTube-Star. Kennen Sie den? Wir haben einen. Ja, ich kenne ihn. Der Name? Also ich glaube zumindest, dass okay. Michael Buchinger. Ja, es gibt. Ist okay. Ist voll okay. Also wir haben einen, also der wird gehandelt, dass der mit den meisten Followerzahlen ist, der Michael Buchinger, ist aber unter der 100.000 Grenze. Der hat 400.000. Ja, dann bitte ich um den Namen und um den Link, weil dann werde ich das. Okay, danke. Dann werde ich das auch ausbessern. Jedenfalls. Um darauf zurückzukommen, also wir haben hier unterschiedliche Formate. Der erstellt Hasslisten, der hat Kochvideos, der hat Bastelvideos, der hat eben ganz normal diese irrsinnigen Challenges, ob das jetzt so eine Eisbucket-Challenge oder was auch immer ist. Also ganz unterschiedliche Bereiche, und die kann man sich hier anschauen. Einfach mal rezeptiv wahrnehmen, analysieren auf unterschiedlichen Bereichen. Ich kann hier sehr stark auch in der Sek 1 nämlich arbeiten, weil ich sage, wenn ich das Fach Ernährung und Gesundheit mir anschaue, sie geben Essensempfehlungen ab, ja, die kann ich auf die Faktizität hin überprüfen, auf die Sinnhaftigkeit. Ich kann die Rezepte, die sie liefern, kann ich nachkochen. Also ich habe hier unterschiedliche Bereiche, die ich mit abdecken kann, im Sprachunterricht natürlich auch, im Geografieunterricht. Also ich habe unterschiedliche Bereiche, die ich hier wirklich thematisch mir anschauen kann, weil diese Videos auch sehr breit gesteckt sind. Und dann geht es an die Produktionsphase. Und dabei können wir im Grunde unsere Schülerinnen und Schüler anzapfen, weil die wissen ganz genau, wie so ein Video ausschauen muss. Die haben schon Tausende davon gesehen. Und die müssen dann ein derartiges Video erstellen,
Wenn man keine Videoausstattung hat, reicht es auch mit dem Handy. Ich muss es ja nicht wirklich publizieren, ja, oder ich publiziere es intern, zum Beispiel auf einer Lernplattform. Je nachdem, wie ausgefeilt dann diese Videos auch werden und wie sehr zum Beispiel das Thema Urheberrecht. Ja, wir hatten das gestern bereits. Ich muss sie sensibilisieren, dass sie in diesen Videos auch nur Sachen zeigen dürfen, die urheberrechtlich unbedenklich sind. Ja? Das heißt, ich habe hier eine Medienbildung darüber hinaus. Ich sensibilisiere für gewisse Themen. Auf alle Fälle können die dann diese Videos machen, nämlich genau so, wie die richtigen Stars das auch machen. In die Kamera direkt sprechen, vielleicht ganz ungeschminkt und sich dabei schminken und dabei die einzelnen Bereiche erklären. Sie erklären über regionale Produkte, wirklich aus ihrer Region, Kochrezepte, geben Tipps für gesunde Ernährung, für Bewegung, wie kann man ein bisschen Bewegung hineinbringen oder auch, was kann man in ihrem Heimatort eigentlich so tun. Das heißt, was so einfach Tipps für die Community liefern von Schülerinnen und Schüler zu Schülerinnen und Schüler. Und das ist genau dieser Punkt. Das heißt, ich nehme mir dieses Format heran und lasse sie ein derartiges Format nachproduzieren. Und dabei gilt, Christian Olivier hat es genannt als Real-Life-Task. Das heißt, ich habe hier nicht die Lehrperson als Zielpublikum, sondern ich habe ein reales Publikum als Zielpublikum. Ich habe wirklich die Community als Zielpublikum und wenn es wirklich gut ist, kann man das sicher auch veröffentlichen. Man muss dann natürlich alle rechtlichen Schritte abklären, das ist mir ganz klar. Das Einverständnis einholen etc. Also da sind dann einige Schritte noch mit zu bedenken. Aber glauben Sie mir, die Schülerinnen und Schüler haben eine riesengroße Freude, wenn sie etwas machen, das wirklich für sie einen Sinn macht, wo sie sehen, da entwickeln sie etwas, das nicht nur für mich jetzt ist, und damit ich das dann korrigieren kann und verbessern kann. Und da möchte ich anschließen, glauben Sie mir, wenn die dann Feedback von der Community bekommen, dann ist dieses Feedback meist sehr viel böser als das, was ich jemals schreiben hätte können. Weil da wird dann wirklich an der gesamten Konstruktion des Videos herumgemäkelt, an der Sprache etc. Also das ist wirklich so, da bin ich da viel nachsichtiger meistens, als die echte Community dann ist. Und gebe viel weniger, also ich immer konstruktives Feedback, aber ich bin viel weniger hart oder direkt, als es so manche andere sind. Und dabei kommt dieses Gefühl, I love to learn, but I hate to be forced. Sie tun das, was sie tun möchten und sie lernen dabei irrsinnig viel. Sie lernen dabei, wie sie mit einer Kamera umgehen, wie sie ein Drehbuch schreiben müssen. Sie werden sensibilisiert dafür, was ist Werbung, was ist Meinungsbildung, welche Themen kann ich überhaupt ansprechen, wie baue ich eine Argumentation auf. Sie haben das ganze Urheberrecht, das dabei ist. Sie haben den Kameraschnitt wahrscheinlich. Alles was, also es sind ganz viele Kompetenzen, die hier mit angesprochen werden. Und sie machen es eigentlich sehr gern und meistens machen sie es dann auch über die Schulstunde hinaus, weil sie einfach sehen, sie sind ja dann doch Perfektionisten und wenn es beim ersten Videodrehen nicht hinhaut, dann machen die das auch 10-mal und ich bin da in der Fremdsprache, also ich unterrichte eigentlich Französisch und Italienisch, ich freue mich da dann immer, weil die üben das dann 10-mal und die sagen dann den Text 10-mal auf und was kann mir Besseres passieren? Er wird nicht perfekt sein, aber das ist mir egal, sie üben einfach die Sprache. Sie üben, sie versuchen, sie tun und dabei wird wirklich ein Produkt entwickelt, das ihnen Spaß macht. Und damit bin ich eigentlich schon am Ende. Ich sage danke, wir haben noch genügend Zeit auch für eine Diskussion. Wenn Sie die Dinge, die ich mache, interessieren, haben Sie hier noch meinen Kontakt auf Twitter beziehungsweise auch meinen Blog, auf dem ich regelmäßig, wobei ich entschuldige mich gleich, seit Anfang Oktober ist sehr wenig passiert, es war einfach sehr viel zu tun, aber wo ich wirklich regelmäßig auch Methoden, Tools vorstelle, Sammlungen vorstelle oder mich über irgendwelche Themen nicht mit Videoblogs, sondern halt mit normalen, traditionellen Blogartikeln näher auseinandersetze. Ich würde mich freuen, Sie auf dem einen oder anderen Kanal wiederzusehen. Dankeschön.